Pay attention, Dandel. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. Okay, Message ganz einfach. Wir sollen hier einfach geradeaus durchlaufen. Da haben wir schon wieder Blut. Und wir halten uns da jetzt auch einfach dran. Hoffen, dass die Lampe reicht und laufen hier munter durch. Ich habe das Gefühl, dass ich gleich wieder so erschreckt werde. Ah! Warum werde ich jetzt wieder erschreckt, hey? Der ist ja mental schon wieder voll im Eimer, oder? Nö, nur leichte Kopfschmerzen. Cool. Da bin ich gerade mehr erschrocken. Haha. Boah. Was ist mit dem los? Wo müssen wir eigentlich hin? Ach, nirgendwo hin. Das bedeutet umgucken. Na, bis jetzt habe ich hier noch... Ah, ein neuer Brief. Brief. 1839. It's been more than a month since my last entry. After the event inside the underground chamber in Algeria, Professor Herbert insisted I return to England. He said he didn't want to risk forfeiting the entire expedition lest I took a turn for the worse. An excessive decision, in retrospect. But I'm glad it turned out that way. I found my journal this morning in the haphazard collection of things brought home from Africa. Next to it lay the broken stone orb wrapped in cloth. I tried to assemble it, but couldn't. The pieces wouldn't fit together, as if they weren't from the same object. Could I have imagined it all? Was there ever a complete orb? Also irgendwas ist hier wohl mit einer Kugel. Alles klar bei dir? Der voll die Anfall, hey. Doch alles okay. Ist nur ein bisschen dunkel. Okay, er ist fertig. Haben will. Boah, hey, der ist ja nur noch fertig. Alter, wie fertig kann ein Mensch sein, hey? Also mir macht eigentlich mehr der Sorgen der geistige Zustand von meinem Spielercharakter hier. Sollte auch noch stimmen. Alter, der muss echt Angst haben. Oh, da haben wir dieses Zeug. Sackgasse? Ne, hier gibt's noch eine Tür. Das sieht mir aus, als wäre es ein Rundweg. Tatsache, oder? Sind wir jetzt wieder am Anfang angekommen? Ohne Licht erkennt man hier einfach so wenig. Ah ne, hier sind wir hergekommen, genau. Okay, das heißt, wir sind jetzt einmal hier außen rum gelatscht und ich weiß immer noch nicht, was wir machen müssen. Ne. Haben wir denn noch Türen zur Wahl?
Ja, hier. Okay, das ist auch noch eine Zwischentür. Tatsache ist, dass hier irgendwo so ein verkackter Gegner ist. Und da ich mich mit dem nicht anlegen will, brauche ich eine Alternativlösung. Hey, nicht zusammenbrechen. Alter. Tatsache, das war gerade echt zu viel für ihn. Ist es so? Ja, ist echt so. Der ist gerade einfach zusammengebrochen, weil es zu viel für ihn wurde. Ist ja geil. Tatsache ist aber genauso, dass ich keine Ahnung habe, was ich jetzt hier machen soll. Jetzt bin ich zwar in der Raffinerie angekommen, aber... Licht würde helfen. Aber ich kann mich ja nicht erlauben, hier Licht zu verwenden. Weil ansonsten unser kleiner Gegner wieder auf uns aufmerksam wird. Denke ich zumindest. Na, guck mal. Na, guck mal. 25. June 1839. I feel the need to continue this journal, even though it was intended for my journey to Africa. This must be something very important. I just know it. I've taken it upon myself to piece the orb back together, but it's been more difficult than one might think. The pieces are behaving strangely. They seem to change color, shape, and texture, but ever so slightly. Yesterday, I took careful measurements and notated any significant markings. Today, I confirmed my suspicions. They were changing. I was terrified and rushed off to see the finest geologist in London, Sir William Smith. I approached the subject with care and we discussed how rocks change form. He told me about the nature of glass, how it eventually collapses on itself, like ice slowly melting over the course of centuries. Smith eased my mind a bit, but I can't escape the feeling that these shards have otherworldly properties. Okay. Naja, immerhin wieder was gelernt. Und jetzt? Ach, hier, guck mal, eine Tür. Wie sie es von der anderen Seite blockiert, Mann. So in der Büchse. Ah, schon gesehen. Alles klar. Gut. Immerhin sind wir jetzt im Hinterzimmer drinnen. Und hier ist sogar automatisch mal Licht. Weniger als die Hälfte einer Laternenfüllung können wir mitnehmen. Ich habe eine SMS bekommen. Das ist natürlich wichtiger. Da muss ich jetzt zurückschreiben. Meine Freundin fragt mich gerade, was ich mache. Wir drücken mal auf Escape, nicht, dass noch irgendwas passiert. Nee. Sia. Let's. Playen. Du bist... Moment. Das muss jetzt sein. Du bist live. Nicht Titte. Live.
dabei. Weiter senden. Ja, ja. Auch sie wird sich das Let's Play wahrscheinlich angucken. Spätestens jetzt. Oh, guck mal. Schaden. Gib mir Schaden. Danke. Oh, einige Schnittwunden. Ich soll vielleicht nicht echt übertreiben. Aber immerhin unsere Laterne hat wieder Öl. Was ist denn für ein Mechanismus? Eigenartig. Immerhin, jetzt haben wir die Quelle gefunden. So. Ach ja, was blockiert denn jetzt schon wieder? Ach, da. Tatsache. Ja. Gut, aber immerhin, das haben wir jetzt schnell gefunden. Kann man hier auch irgendwo mal Licht machen vielleicht. Ich will nicht die ganze Zeit hier... hier haben wir noch eine Truhe. Das ist immer gut. Oh, geil. Noch mehr Zünderbuchsen. Dann haben wir auch nichts mehr. Okay, aber das scheint so, als müssten wir jetzt einfach hier drauf... Na, ich brauche irgendwas zum Draufstehen. Was nicht R? Nee. Egal, es wird schon reichen. Hab. Roll ich gerade echt weg? Was mache ich jetzt am besten? Ich brauche irgendwas zum Draufstehen. Irgendwas Großes. Na bitte, geht doch. Und was macht das jetzt? Ach cool, das hebt was hoch. Hallo. Okay, geht wohl nur bis hierhin. Oh oh, sieht böse aus. Geh weg. Gut, dann wagen wir uns mal hinein. Aua. Musste das sein? Ja, okay, das sieht echt nach Horror aus. Das müssen wir dem Spiel lassen. Hier ist sogar der alles schon so verkritzelt. Geht es hoch? Ne, geht nicht hoch. Das wäre jetzt Fallout-Style. Jetzt, wenn man hier Licht anmacht, dass es dann hoch geht. Wie sieht's denn aus? Oh, schade. Mementos. Memento mori. Gedenke, also Gedenken, Erinnerung. Kellerarchiv. Ja, jetzt wird's spannend. Hoffe ich zumindest. Nun gut. Mal sehen, ob es so spannend bleibt. Oh Gott, das wird ja nicht besser, das Spiel, hey. Okay, vorbei. Aber das geht noch, okay. Alter. Bleib vom Wasser fern. Ich bin gerade echt erschrocken, Mann. Was ist das?